Wir haben gesucht und gecastet, Boost ist der Wahnsinn. Von der Schule zum Star in 20 Tagen. Und Robin hat so einiges an Skills und am Cap. Lennart beweist es sich jetzt, sich und der Welt, richtige Helden. Die coolsten, die besten wie Kelvin, wir stellen sie auf die Probe, immer wieder. Vorhang auf für Janina. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Bis zum großen Auftritt bleibt nicht mehr viel. Billy bleibt easy, gechillt und relaxed. Acht Helden mit dem Herzen am richtigen Fleck. Sei dabei, wie in kürzester Zeit Anna ihren Träumen Flügel verleiht. Volle Power, 1000 Fans, alles wunderbar. Gestatten, Honey, Superstar. Das ist Romeo featuring Julia. In der letzten Folge. Die Helden schreiben einen Song für Annas 18. Geburtstag. Mit diesem Lied wollen wir dir alles Gute wünschen. Für heute, für morgen, für die nächsten 115 Jahre deines Lebens. Der Song wird der Burner, wie wir Trotz und Wasser heulen. Außerdem die erste gemeinsame Probe mit dem Orchester. Ich habe es mir schon dynamischer vorgestellt und es war noch krasser. Aber nicht überall herrscht eitel Sonnenschein. Zoff zwischen Hani und Lennart. Das kann ich jetzt schlecht sagen, ob wir uns zusammenraufen. Also ich bin dazu jetzt momentan nicht gewillt. Ich werde auf jeden Fall da raus. Ich gehe ins Wohnzimmer und Punkt. Die alte Lokhalle in Freiburg. Aufführungsort von Romeo featuring Julia. Hinter den Kulissen wird eifrig gewerkelt, denn heute steht die erste Probe in Kostümen an. Einige der Hip-Hop-Helden sind noch etwas unsicher, andere dagegen wirken zufrieden. Also ich finde mein Kostüm eigentlich ganz cool. So ein bisschen Assassin's Creed, ne? Und ja, gibt's Schlimmeres, habe ich schon gesehen hier. Naja, Hani und Billy kann er wohl nicht meinen. Kelvin dagegen schon eher. Der war ja eigentlich von Anfang an mit seinem Streifenjackett unzufrieden. Wie von einem unseriösen Autohändler. Mittlerweile nimmt er es aber mit Humor. Ich bin jetzt schon der Nadelstreifenmann. Nee, doch, man, es ist gemütlich. Ich bin flexibel darin, kann mich gut darin bewegen. Janina. Regisseurin Sigrun möchte für Janina als Julia verschiedene Kostüme für verschiedene Schlüsselszenen. Ich habe drei. Also ich habe dieses Alltagsoutfit, dann ein Kleid, was ich auf dem Ball anziehe und mein Hochzeitskleid, in dem ich sterbe. Ich bin mal gespannt, auch ob das klappt bei mir mit dem Umziehen. So langsam steigt die Spannung. Auch für die jungen Amoretten, Schüler aus Freiburger Grundschulen. Sie spielen die Liebesengel, kleine Helfer von Amor. Es ist lustig, ungewohnt und es ist auch aufregend. Ich habe ja extra pinke Flügel ausgesucht, weil ich pinke Flügel mag. Es ist schon cool mit so einem Flügelpaar und einem ganzen Orchester hier und dass da so eine große Bühne ist und dass es vom Fernseher aufgenommen wird, ist schon eine große Sache. Eine große Sache. Das erste Mal in voller Kostümierung. Für Janina eine zusätzliche Motivation. Ich zeig dir meine Liebe, wenn ich von deinen Gebeinen das Fleisch runterziehe. Ein reißendes Tier im Mädchenkleid. Ich schlag mir mit deinen Knochen den Schädel ein. Ich mal mit deinem Blut seinen Namen an die Wand, Romeo. Ich verschlag dir meine Hand, es dreht sich alles um vor Übelkeit. Ich seh dich nur als Geist. Ich hilf, fehlen die Worte. Zum ersten Mal wird auch die optische Trennung der beiden feindlichen Clans deutlich. Montagu sind Romeos und Romeo ist blau-grün. Und die Capulets sind die Julia-Gruppe und die sind rot. Sie sind gut zu unterscheiden, auch wenn sich beide Familien vermischen, wie bei der Begräbnisszene. Auf jeden Fall mit den Kostümen wirkt das alles so fast fertig. Ja. Man versteht erstmal, dass es um zwei Familien geht und ist nicht mehr so abgelenkt durch dieses Gewusel. So, man kann das alles einordnen. War auf jeden Fall auch wieder so ein Stück weit, dass man zum Ende kommt. Es neigt sich dem Ende zu, alles wird gut. Julia und Tagun, die Liebe hat endlich recht. Es endet jetzt, Romeo Capulet. Es neigt sich dem Ende zu, alles wird gut. Montag, die Liebe
Liebe hat endlich recht. Es endet jetzt. Romeo Capulet. Wie es hier geht? Gut, ihr Körper schläft. Ich sei Schlaf ist fest. Du sag als warmes Bett im Grab der Capulets. Glockentöne, ein Lied zum Geleit. Rosmarin schmückte ihr schönstes Kleid. Und ich hab umsonst diese Blumen geholt. Romeo, Bruder, Julia ist tot. Ich also da musst du, das ist ja nicht deine Schuld, aber wenn du dich gar nicht hörst, ich dachte, du hast wieder schlecht gehört, musst du irgendwie visuell gucken, wo der Takt ist. Ich hab's probiert, aber okay, dafür war's. Kelvin war noch nie so gut wie heute, fand ich. Bei Anna dachte ich am Anfang, sie ist aufgeregt, aber das war halt ein Tonproblem, die hat sich gar nicht gehört, die ersten beiden Songs. Dafür hat es echt gut gemacht, weil wenn man sich hier gar nicht hört, kann man eigentlich nur auf den Schlagzeuger gucken, wann er die Snare haut und das so machen. Insgesamt läuft es gut. Und für die Amoretten sind die Rapper sowieso schon Helden. Ich freue mich über jedes Kind, das kommt und sagt, ich will ein Autogramm. Weil das ist für mich auch einfach persönlich so. Das gibt mir einfach ein Gefühl, als wenn ich schon so ein kleiner Star wäre. Dieses Feeling erfasst auch die anderen Hauptdarsteller, die den frisch gedruckten Flyer zum ersten Mal in den Händen halten. Janina und Anna strahlen. Der Flyer, also ich habe den für ihn entdeckt. Die wollten alle, dass wir darauf unterschreiben und ich kannte den noch gar nicht. Das ist so krass, da sind einfach Bilder von uns. Wir werden da beschrieben, so richtig, als wären wir so krasse Stars. Also ich finde es total krass. Plötzlich taucht ein alter Bekannter auf. Schauspielcoach Konstantin von Jascharow. Hast du gerade zugeguckt? Ich habe die ganze Probe zugeguckt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin schwerst beeindruckt. Funktioniert so gut alles. Den Erfolg kann sich auch Connor auf die Fahne schreiben. Bei seinem letzten Besuch hat er mit den Nachwuchsdarstellern viele Übungen gemacht und wertvolle Tipps gegeben. Es ist auch ganz wichtig, was passiert zwischen euch, während ihr euch die Sachen sagt. Ich mag's, wie du rappst. Ich mag's nicht, dass du deinen Gesang immer zurückhältst. Du könntest mehr aus dir rauskommen, gesanglich. Dass wir gestern mit dem Konstantin, also mit dem Connor, Schauspielunterricht hatten, hat mir unglaublich geholfen. Ich würde einfach nur heute mit euch was machen, um ein bisschen gegen das Lampenfieber anzukämpfen, was definitiv kommen wird. Dann werde ich mit euch noch ein paar Übungen machen, die die Gruppendynamik steigern, weil in dieser Aufgeregtheit ist es unheimlich hilfreich, wenn man weiß, man kann sich auf seine Partner verlassen. Die erste Übung bringt alle ins Schwitzen. 8 Minuten sollen sie auf der Stelle laufen. Für jeden, der vorher aufhört, müssen alle anderen 2 Minuten länger laufen. Und Connor kennt keine Gnade. Hey, was machst du denn da? Lauf doch mal richtig. Beine hoch, Mann. Hier, Beine hoch. Ein bisschen schneller. Schön. Ihr werdet wieder zu langsam. Gerade ihr hier vorne. Macht mal laufen, nicht tanzen, ey. Guck mal zu Boots. Boots rennt richtig. Das war jetzt nicht wirklich das volle Programm, aber da kann man so richtig sich so an die Spitze des Limits heranarbeiten und gucken, wie lange man durchhält. Wer hat schon Atemschwierigkeiten? Noch keiner? Okay, dann könnt ihr jetzt ein bisschen schneller laufen. Lauft schneller. Du läufst wie Speedy Gonzales. Keiner will aufgeben und schuld sein, dass die anderen bestraft werden. Schneller, mehr! Bob, gib mal Gas jetzt! Ich will euch alle schwitzen sehen. Sechs Minuten, 2 Minuten noch. Step, 2 steps. Weiter, sehr gut, weiter, 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 weiter. Schneller. Alles geben. Lennart, Knie hoch. Knie so hoch ihr könnt. So hoch die Knie gehen. Es geht höher, 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 höher. Hey, jetzt will ich alles von euch. Noch schneller, so schnell ihr könnt. Endspurt. 1, 0. Fertig. Was geil ist, keiner von euch hat aufgegeben, hat den anderen im Stich gelassen. Das ist gut, ihr seid ein Team. Ein Team? Und das, obwohl sich Hani und Lennart doch gerade erst fett gestritten haben.
Und dann fängst du an, mich zu beleidigen. Ja, die Fresse, keine Ahnung was. Und das musst du mir nicht gefallen lassen, ganz ehrlich. Ist vorbei. Doch der private Stress scheint verflogen. Das war eine klasse Übung, auch für das Team. Mal gucken, ob wir zusammenhalten. Es hat geklappt. Dann gibt es eine Übung. Da atmet ihr ganz schnell Luft ein. Also ich mache es einmal vor, also durch die Nase. 5 Sekunden, halten. Und Luft raus. Komm, das machen wir jetzt mal alle. Wenn man sich darauf konzentriert und diesen, wenn man diese Kurzatmigkeit hat, wenn man aufgeregt ist, also, und dann diesen Energiedings hat, dann ist sie kurz unterbunden, diese Kurzatmigkeit. Luft langsam wieder raus, und wenn man das 5-mal macht, dann fährt der ganze Körper runter, man wird ein bisschen relaxter. Ihr könnt die Luft noch viel langsamer aus dem Mund lassen, ganz langsam. Entspannt einen wirklich. Also das ist, dann blendet man so die Welt drumherum aus und dann chillt man. Zum Schluss fließt die Energie im Kreis und explodiert. Die folgende Übung verspricht eher lustig zu werden. Die Helden sollen verschiedene Emotionen darstellen und Connor schießt Fotos davon. So, ich fange mal an. Also, mal ganz klassisch. Freude. Freude, Freude. 5, 4, 3, 2, 1. Angst. Verliebt. Super. Wut. Trauer. Das ist echt, also genial. Das macht so Spaß mit ihm. Ich könnte das jetzt noch 10 Stunden weitermachen. Machen wir jetzt noch ein letztes Spiel. Jeder sucht sich jemanden aus der Gruppe raus, einen anderen, ohne es zu sagen, und macht ihn nach. Und die anderen gucken und erraten. Buß. Okay. Anna. Ich habe die Anna nachgemacht, weil die Anna ziemlich auffällig ist, wenn sie etwas erzählt. Dann macht sie immer diese Bewegung hier so. Er läuft immer so, so wie so ein Gangster. Und ich weiß nicht genau, was er macht, aber er macht immer so. Was? Ich hab das und das? Nein, so mache ich gar nicht. Aber das ist ja das, was die anderen letztendlich wahrnehmen von einem. Die einzelnen Übungen, man konnte wirklich was mitnehmen für die Aufführung. Wie man sich beruhigt, wie man mit Stress klarkommt. Hat echt Spaß gemacht, war echt gut. Okay, dann fühl dich mal rein in deine Situation. Deine Julia ist tot. Ob du mir glaubst oder nicht, sie ist tot. Als letztes will Connor die ganz großen Gefühle wecken und mit Calvin und Janina die Sterbeszene verbessern. Die hat ihn bei der Probe noch nicht überzeugt. Ich habe ihm noch mal mit auf den Weg gegeben, dass er, wenn er vor ihr ist und sie da tot liegt, dass er einfach was denken soll, was ihn mal tief berührt hat. Nein! 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 Nein!
geglaubt in dem Moment. Also ich habe ihm das wirklich geglaubt. Und die Tränen, die da plötzlich flossen, die kamen, die haben ja gar nicht mehr aufgehört, auch danach nicht. Und das war das Gefühl, was ihm, glaube ich, gefehlt hat für den Schluss. Ich habe mir einfach gedacht, ich bin jetzt Romeo und wie fühlt er sich jetzt? Und dann hat man sich natürlich an gewisse Momente einfach zurückerinnert und ist dadurch auch emotional geworden. Ich hätte auch beinahe geweint. Ich fand es wunderschön, mal so den Calvin zu sehen und nicht in seiner Haltung, die er sonst hat. Das hat mich total berührt und dann musste ich ihn auch direkt erstmal umarmen. Das war echt schön. Am nächsten Tag rühren die Rapper die Werbetrommel. 900 Plätze fasst die Halle und die sollen besetzt werden. Anna und Janina verteilen schon mal Flyer. In ganz Freiburg hängen bereits die Plakate. Aber was stellen sich die Leute unter dem Titel Romeo featuring Julia eigentlich vor? Also ich habe nur das Plakat gesehen und habe dann halt an Romeo und Julia gedacht. Aber weiter habe ich noch nicht überlegt. Romeo und Julia ist ja das klassische Liebespaar. Aber das Featuring sagt mir so gar nichts. Das wird halt irgendwas sein, was Shakespeare auf modern aufführt. Vielleicht ist es ja mit so Rap oder so. Irgendwas mit Singen. Damit sich die Menschen in Freiburg mehr unter dem Projekt vorstellen können, hat sich die Gruppe etwas Besonderes ausgedacht. Mitten in der Stadt wollen sie spontan einen Teil des Stückes vorführen. Also ich bin echt gespannt, was da auf mich zukommt. Ich habe gehört, dass ich rappen muss, keine Gnade. Da freue ich mich sehr drauf, weil das komplett anders ist, mal draußen zu rappen mit Leuten, die man dann echt komplett gar nicht kennt. Ein Flashmob also. Eine erste Feuerprobe. Wie aus dem Nichts tauchen die Helden und Tänzer auf dem Platz auf. Können sie mit ihren Raps wildfremde Menschen von Romeo featuring Julia überzeugen? Da ist Julia, doch wer ist dieser Herr? Knecht, ich warne dich, komm ihr nie wieder näher. Lass deine Patsche bei dir. Julia Capulet, ihr Platz ist bei mir. Graf Paris, Gemahl von der Julia, so war der Vertrag. Das ist so geil, die Atmosphäre ist so genial. Weil du läufst vorbei und neben dir sind Menschen, die keine Ahnung haben, was gleich passiert. Und dann kommt irgendwo ein Signal und dann machst du das, was du machen musst. Und dann machen 100 weitere und alle bleiben stehen und denken so. Doch eines ist sicher, es ist aus mit dummen Spielchen. Vom Ball bis hierher kann ich Tübers Wut riechen. Du fiesen wird es, wenn wir nicht doof passen. Ich habe ab und zu mal nach links und rechts geguckt und dann habe ich gesehen, wie da ein paar Leute vorbeigehen und dann plötzlich stehen bleiben und dann gucken die da und so ein paar auch so. Was waren die denn jetzt da? War schon witzig. Der Tod dieses Streits, ist das dein Ernst? So soll es sein, wenn Tübers kommt, dann kommt er nicht allein. Nur vereint sind wir stark genug gegen diesen Feind. Benvolio, deckst du mir den Rücken? Wenn nicht, wird sein Blut nur mein Messer schmücken. Das ist irgendwas, doch ich bin nirgends das, was mich stolz macht und zeigt, Ehre heißt das. Verteidige Gleister, den Brabant nicht das, was da womöglich über mich lacht. Und was war der Geier und was war der Feier? Ich will mit dem Tod diesen Nacht. Ich bin ja einfach nur auf Boost zu und hab mich fast verlacht, als ich versucht hab zu schreien. Ich beweis euch mal! Ich hasse euch, ich beweis euch mal! So, das ist das angehört. Jo, aber sonst war alles cool. Keine Nachsicht, kein Verständnis, keine Last dieser Schulden und keine Achtung, Schonung, Entschuldigung. Super, ist einfach was Frisches, was Neues. Definitiv finde ich sehr gut. Um die Verbindung von Rap und klassischer Musik zu zeigen, gibt's zusätzlich noch eine Choreo. Ja, insgesamt war das ein bombastischer Auftritt auf jeden Fall. Also wir haben nicht damit gerechnet, wir wollten uns eigentlich hier nur in die Sonne setzen und sind ganz froh, so toll unterhalten worden zu sein. Ich fand den Flashmob eigentlich super, so aus meiner Perspektive. Ich lag da schön in der Sonne, im Gras und hab mir das so angeguckt, hab ein bisschen Leute beobachtet. So. Die Leute, die hier waren, die haben auf jeden Fall gut Augen gemacht. Ja.
Der Flashmob war echt geil. Die haben echt ihre Arbeit ganz gut gemacht. Und die Leute waren auch so, was geht denn da ab und so, was ist das? Und die waren, das war ganz cool, denke ich. Schön war's. Ja, das war schön. Der erste Teil der Öffentlichkeitsarbeit ist getan. Doch für Calvin geht's noch weiter. Gemeinsam mit Coach Robin ist er in eine Live-Sendung vom SWR Fernsehen eingeladen. Das ist schon eine coole Sache. Ja, nee, ist auf jeden Fall lustig. Ist besser, als wenn man alleine wäre. Auf jeden Fall. Auftritte in den Medien sind für die Helden wichtig. Wir müssen einfach so Interviews und so weiter mitmachen, weil das gehört einfach dazu. So, du kannst so gut sein, wie du willst, aber du musst dich irgendwo auch verkaufen können. Wer sich im Fernsehen gut verkaufen will, muss erstmal in die Maske. Das ist der Unterschied zum Radio. Naja, beim Radio kann man so aussehen, wie man will. Ne? Da guckt doch keiner, ob man was zwischen den Zähnen hat oder nicht. Hier ist es ein bisschen anders, aber Calvin meint ja schon letzte Mal, so ist er gar nicht live. So, jetzt hat er die Chance, halt auch live im Fernsehen zu zeigen, was er kann. Im Hörfunk hatten sie das Projekt Romeo featuring Julia schon vor ein paar Wochen vorgestellt. Radio ist halt Radio, Fernsehen ist Fernsehen. Also mehr Leute, glaube ich, gucken Fernsehen, als Leute dem Radio zuhören. Und ich glaube, das wirkt alles nochmal ganz anders, wenn man auch sieht, wer steht hinter dieser Stimme oder hinter der Rolle, hinter dem Namen. Und von daher ist es wahrscheinlich ein bisschen interessanter so für die Leute als Radio. Ne? Kurz vor der Sendung. Moderatorin Pamela Großer bespricht die letzten Details mit ihren beiden Gästen. Und dann geht's ins Scheinwerferlicht und vor die Live-Kameras. Bei mir ist jetzt Romeo, im wahren Leben heißt er Calvin Ajala und der Rap-Coach Robin Hayes. Schön, dass Sie beide bei uns sind. Wer hat denn dieses Projekt? Ich saß dann da, war noch die ganze Zeit gechillt und dann dachte ich so, okay. Dann habe ich mich aber selbst in diesen Monitoren dort gesehen. Auf einmal dann so, oh, ich muss mich ja normal hinsetzen und so. Und dann fängt man an nachzudenken, da wurde ich schon noch etwas nervös. Sie haben die Texte geschrieben für den Rap. Wie schwierig war das? Das war auf jeden Fall das Schwierigste, was ich je gemacht habe in meiner Rapper-Karriere. Die Vorgabe von der Regisseurin war, so nah wie möglich an Shakespeare dran zu bleiben. Also musste ich quasi Zeile für Zeile mir vornehmen und das versuchen, rapmäßig anzupassen und einen Flow da reinzukriegen. Wie aufgeregt seid ihr jetzt vor der Premiere, die am Samstag ist? Es geht eigentlich. Also bei mir, echt? Bei mir persönlich ist es eigentlich immer so, die Aufregung kommt erst dann, wenn man mal so von der Bühne runterlunzt und sieht auf einmal diesen Raum mit fast 1000 Leuten da drin. Jetzt muss ich fragen, jetzt habt ihr so lange geübt für diese zwei Aufführungen oder wenn es Erfolg hat, geht es dann noch weiter? Wir hoffen, dass es weitergeht, aber da hängen halt so viele Leute dran. Man ist immer schwierig mit so einem ganzen Orchester dann irgendwie das einzupacken und auf Tour zu gehen oder so, aber also ich finde es auf jeden Fall gut. Ich drücke Ihnen auf jeden Fall ganz fest die Daumen, ein super Projekt, das dann hoffentlich auch weiterlaufen wird. Und Pamela, wie hat sich Calvin geschlagen? Ja, der hat das super hingelegt, vor allem hat er eine Wahnsinnsstimme, ne? Toll. Fürs erste Mal Live-Fernsehen, grandios. Und nächstes Mal. Höchste Konzentration bei allen Beteiligten. Heute ist ja die Generalprobe. Ich bin sehr aufgeregt. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Aber ich bin auf jeden Fall aufgeregter als sonst bei den Proben. Es ist diese ganze Zeit dieses leichte Gefühl von Übelkeit. Einen Tag vor der Premiere sollte alles klappen. Und? Oh mein Gott! Annas 18. Geburtstag. Der allerbeste Geburtstag, den ich mir je hätte vorstellen können. Das ist mein 18. und ihr habt ihn so besonders gemacht. Wow.